Hey Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge von Total War Warhammer 2. Wir spielen weiter mit den Skaven. Und wir haben ja hier schon drei Burgen eingenommen und uns so gesehen die komplette Provinz gesichert. Und jetzt müssen wir halt versuchen, hier in dieses Tor, was? Supindar zu kommen. Das ist aber eine Hauptstadt und die sind immer ein bisschen schwerer zu knacken, weil nicht nur haben die eine größere Garnison. Also quasi Einheiten, die so immer mit im Kampf drin sind. Sie haben auch gleichzeitig immer Mauern. Und da ist es auch immer ziemlich schwer, da durchzukommen, die zu knacken. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwie kämpfen, weil wir minus Nahrung produzieren. Das heißt, im Grunde müssen wir jetzt irgendwas machen. Deswegen werden wir jetzt erstmal wieder hier an Land gehen. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwelche schicken Gebäude fertig kriegen, die uns vielleicht so ein bisschen helfen. Vielleicht kriegen wir auch Plusnahrung. Das würde uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit verschaffen. Ne, kriegen wir nicht. Stattdessen kriegen wir eine neue Mission. Wir müssen die Piraten hier kaputt machen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so bad, weil wir müssen sowieso kämpfen. Oh, ich sehe gerade, aber unsere Einheiten sind ganz schön am Arsch. Clanratten mit Speeren. Kann ich mal raufklicken, dann sieht man immer den Unterschied, was die Clanratten mit Speeren anders haben. Einfach nur ein bisschen mehr Abwehr und Speere sind halt immer gut gegen Ansturm und theoretisch auch gegen große Feinde. Ist die Frage, die haben Ansturm, die haben auf jeden Fall ein paar Pferdetypen. Haben wir hier irgendwas zum Bauen? Clanratten mit Schilden, die sind auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Verbesserung. Von der Kohle her machen wir auf jeden Fall auch Plus. Ich glaube, ich mache mir mal noch zwei Speere mit rein und normale Clanratten. Was ich auch immer gern mache, ist halt Steuerung M. Das heißt, die fügen die Sachen hier so ein bisschen mehr zusammen, dass die wieder aufgefüllt werden. Die nehmen auch, glaube ich, immer die Einheiten mit den Rangen, die höher sind, und füllen die halt so gesehen auf. Wir sind jetzt zwar ein bisschen kleiner geworden, sparen dadurch auch ein bisschen Kohle und dieses wieder Replenishen von den Leuten, das geht halt auch alles ein bisschen schneller. Aber so können wir jetzt hier gerade nichts machen. Wir könnten versuchen. Alles klar. Nee, handeln können wir so leider nicht. Das heißt, wir kommen hier im Moment auch so nicht weiter. Haben wir auch das höchste an. Ja, wir können auch nur drei rekrutieren. Das heißt, wir kommen so nicht weiter. Wir müssen einfach die nächste Runde machen. Die werden jetzt wahrscheinlich anfangen zu plündern, wenn sie nicht sogar meine Stadt angreifen. Oh, und jetzt bewegen sich hier auch noch die Elfen. Das ist richtig bad. Wir haben jetzt quasi so gesehen eingekesselt. Müssen wir schnell den einen besiegen, um dann die zu besiegen. Oh ne, die bleiben stehen. Die sind jetzt aber noch größer geworden. Oh fuck, ey. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal doch nochmal reingehen. Holen uns jetzt noch mehr Clanratten ran. Omen. So, warte mal. Brauchen wir hier die Schattenläufer eigentlich eher nicht? Da können wir eh nicht das letzte Gebäude bauen, also ist das immer Schwachsinn. Ist immer eigentlich gut, wenn ihr wirklich nur das baut, was auch wirklich sich in der jeweiligen Provinz lohnt. All die großen Gebäude hier, die über Level 4 gehen, oder Level 3, die würde ich, wenn denn, nur in der Hauptstadt bauen. Woanders macht das wenig Sinn. Wir könnten hier eine Verteidigung bauen. Oder wir sorgen so ein bisschen mehr Unverdorbenheit, öffentliche Ordnung. Ist auch immer gut, wenn ihr versucht, die Skaven-Korruption nicht zu hoch zu treiben. Hier dieses mit dieser Unverdorbenheit ist eigentlich gar nicht so schlecht. Rekrutierungskosten ist auch okay. Ich werde mal das Ding bauen. Aber währenddessen werden die jetzt hier immer stärker. Das ist eigentlich richtig schlecht. Wir werden jetzt hier richtig eingekesselt. Müssen weitermachen.
Was ich auch mal. Oh, der fliegt da nach oben. Nee, nicht Angriffspakt wollen wir nicht machen, ist mir egal. Wenn ich Glück habe, helfen mir vielleicht die Echsenmenschen. Okay, die haben mir jetzt den Krieg erklärt. Vielleicht greifen sie mich auch an. Oh, machen sie sogar. Das ist eigentlich nicht klug von denen. Wobei die wirklich viele. Die haben eine Bauernhorde. Lol. Die haben halt viele Fernkämpfer. Das ist das, auch vor allem hier Mörser haben sie auch. Das macht mir eigentlich, wenn dann, am meisten Sorgen. Aber wir haben unseren Quick-Head-Taker, von daher alles easy. Und wie gesagt, wir haben unsere Clan-Ratten, die wir aus dem Boden beschwören können. Von daher sollte es eigentlich klappen. Wir werden damit eigentlich die Mörser ablenken. Und mit unseren normalen Einheiten werden wir versuchen, da rauf zu rushen. Wir kämpfen sogar im Untergrund, auch nicht schlecht. So, hier sind jetzt all unsere Einheiten da. Da haben wir die. Ich werde mal hier so ein bisschen. Ja, das ist alles ein bisschen too much auf einer Fläche hier, aber ich will halt schnell hinrushen. Clanratten mit Speeren. Wir müssen halt so schnell wie möglich darauf zurennen. Und vielleicht haben wir hier durch die Bäume noch so ein bisschen Cover. Ich werde mal die Dings einreihen und dann gehen wir hier gleich einfach rauf. So, das heben wir uns dann gleich auf für die Mörser. Wir müssen uns, wie gesagt, komplett beeilen. So, wir rennen jetzt hier wirklich einfach komplett rein. Night Runners. Vielleicht kriegen wir die irgendwie. Ich werde mal versuchen, mit den Night Runners hier die Typen anzugreifen. Ah! So, jetzt machen wir mal die Mörser hier ein bisschen unschädlich. Clan Rats, man muss immer kurz warten, bis die aus dem Boden draus sind. So, der kann hier ruhig den Dings angreifen. Haben wir unsere Flammenwerfer. Wenn wir die vielleicht kriegen, dass wir unseren. Au! Voll zurückgestoßen. So, wir haben hier gleich wieder die Clan-Ratten von unten. Auf jeden Fall den Mörser angreifen. Und wenn wir den hier noch einkesseln können. Ah, die Pferde, ey, die machen mir natürlich hier. So, wir haben gleich wieder einen neuen Dings. So, die gehen komplett weg, dann können wir. Du gehst hier rauf. Wir versuchen mal, die hier zu. Na, die weichen schon aus, die wissen schon, was los ist. Aber wir haben sie, glaube ich. So, ansonsten haben wir eigentlich keine Zauber. Oh, die sind hier rangekommen. Ist immer gut, wenn man hier sieht, wer hier nicht angreift oder so.
Die sind auch weg. Wir können ja mal hier mit drauf gehen. Ah, die kriegen den ganz schön auf den Sack hier. Versuchen die mal zu kriegen. Wo ist denn hier unser Krieg? Boah, der ist ja sonst wo. Very, very good. Na, wie gesagt, da hier die Pferde noch abgelenkt. Die haben auch fast keine Munition mehr. Oh, aber die gehen rauf, okay. Das müsste Krieg eigentlich schaffen. Geht ihr mal darauf. Den haben wir eigentlich auch fast tot. Oh, unsere Ratten kriegen hier ganz schön auf den Sack. Unsere Rattenoger. Die will ich eigentlich nicht verlieren. Das wäre echt traurig. Ah, die hauen auch schon ab. So, wir haben jetzt hier noch dieses Menace von Below. Oh, ey, das. Dieses Hinterhergerennen hier von diesen Dingseinheiten ist immer so nervig. We obey. So, wie sieht's denn hier aus mit dem Obermacker von denen? Okay, der flüchtet schon. Die flüchten auch alle. Okay, dann haben wir geschafft alles. Haben aber übelsten Schaden genommen. Ist also nicht so gut. Wenn wir den vielleicht noch töten können, dann würde uns das doch noch erheblich helfen. Na, die anderen hauen ab. Das ist okay. Jetzt mal gucken, 575 hat er. Wir können Quick mal noch hinschicken. Ich beschleunige das mal. Der kriegt irgendwie überhaupt keinen Schaden, der Typ. Wo ist Quick? Jetzt hat er ein bisschen Schaden bekommen. Ja, wir machen halt einfach null Schaden, ey. Er ist auch gepanzert. Ja, wir bräuchten Quick hier. Aber den kriegen wir noch. 512. Vielleicht können wir die hier noch mit ein paar Ratten aufhalten. Je mehr wir halt töten, umso besser. So, Quick ist gleich da. Wie viel hat er noch? 400. Ja, der Einzige, der wirklich Schaden machen kann, ist Quick. Ist ein Gewusel hier. 431. Ach, wir machen einfach keinen Schaden an den Typen. Na, ist egal. So, dann haben wir die so ein bisschen erstmal runtergehauen. Jetzt müssen unsere Einheiten erstmal natürlich wieder ein bisschen heilen. Was aber trotzdem ist, ich müsste trotzdem diese Einheiten, die ich rekrutiere, bekommen. Wodurch wir dadurch eigentlich schon nochmal stärker da sind. Und ich werde mal hier meine Einheiten wieder auffüllen. Ein bisschen Nahrung haben wir auch bekommen, das ist auch ganz gut. Aber wir müssen natürlich jetzt gucken. Ja, der hat sich wieder ein bisschen erfolgreich. Greift den Streitkräfte an, alles klar. Wir sollen jetzt einen Kommandanten rekrutieren. Das hätten wir jetzt eh gemacht. Wir haben sogar einen Banner bekommen. Ich glaube, die können mir hier nicht helfen. Ups. Wir sind jetzt hier bei Dämmerlicht. Also wir haben hier ein paar Sachen, haben wir. Das heißt, ich werde mal einen Kommandanten rekrutieren. Bei der Fraktion mit den Skaven ist es auch so, man hat Loyalität bei den Kommandanten. Und je schwächer die ist, könnten die auch eine Rebellion gegen euch starten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ich nehme mal hier ihn hier. Der hat 3 bis 8.
Rekrutieren wir mal. Und unbedingt ein paar Clanratten, auf jeden Fall mit Schilden. Wenn wir die kriegen und die kriegen sogar einen Bonus hier in Rang. Ich hoffe mal, die greifen uns jetzt hier nicht gleich an. Dann haben wir ein richtiges Problem. Das könnten sie theoretisch machen. So, die Rekrutierung sind durch. Wir steigen mal hier noch ein Level. Wir können hier noch das Rudelsführer machen. Dann haben wir noch mehr Nahkampfangriff. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Führerschaft, Kommandanten. Und dann werden wir ihn jetzt hier nochmal angreifen. So, das ist eigentlich hier relativ safe. Und wir haben sogar einen Hinterhalt bekommen. Nahkampfangriff mache ich mal. Oh, ich sehe gerade, wir haben unsere Hellbarden verloren. Eine. Das ist echt schlecht. Scheiße. Zack. So, und jetzt haben wir unsere Rattenoger verloren. Also man sollte, wenn möglich, nicht immer dieses Auto-Resolve machen. Ich nehme mal das hier. Weltrandrüstung. Alles klar. Wir haben einen Ritus freigeschalten. Die Fraktion ist vernichtet. Und ich schicke den mal mit hier hin. Nur für den Fall, dass wenn die angreifen. Ich komme auch so leider nicht bis ran. Wollen wir ihn noch stärker machen oder? Rattenoger haben wir jetzt nicht mehr. Sturmratten, das bringt auch nichts. Verderblich. Skaven Corruption. Ne, dann geben wir ihn jetzt hier einfach mal. Helden Selbstverteidigung. Angreifer zu verwunden. Okay. Ne, wir machen ihn mal stärker, weil er ist, wie gesagt, das übelste Nahkampftier. Und dann beten wir mal, dass die uns jetzt da nicht angreifen. Dann haben wir echt ein Problem. Loyalität erhöhen. Heldenaktion. Machen wir mal weiter. Wir sind jetzt auch sehr, sehr krass im Plus, was die Nahrung angeht. Och, er schwimmt weiter. Alles klar, er greift ihn da oben an. Das könnte uns sogar helfen. Das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Ich muss mal gucken, ob das deren Hauptstadt ist. Weil je mehr Verluste er jetzt erleidet, umso besser könnte ich ihn fertig machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir sollen eine Versiedlung plündern, das ist okay. Und wir sollen die Höhlen des Sotek übernehmen. Das ist die andere Fraktion. Ist nun unserer Sache treu. Bin sie nicht mehr auf deiner niedrigen Stufe. Oh, okay. Er hat wohl nicht so eine große Stufe bekommen hier von der Loyalität. Ist aber zum Glück gestiegen. Wir geben ihn mal noch, oder geben wir unseren Hauptdude ein paar Clanratten. Wir upgraden auf jeden Fall unsere Hauptstadt. Und machen hier nochmal die Unverdorbenheit ein bisschen hoch. Wie sieht es denn eigentlich mit der Korruption aus? Die steigt immer noch. Ja, wir haben Hellbarden verloren. Oder ich habe sie zusammengefügt, das kann auch sein. Dafür sind unsere Warp-Flammenwerfer schon Rang 3. Und die Rattenoger haben wir auch verloren. Ach, ist alles eigentlich nicht so optimal. Ist die Frage, kriege ich das hin, das einzunehmen? Höhlen des Sotek. Weil nicht, dass der Gegnerische da angreift, dann haben wir auch ein Problem. Ja, ich gehe mal hier hin. Und ich werde ihn hier nochmal ein bisschen stärker machen. Ich gebe mal noch zwei mit Speeren mit rein, die können unsere Flanken sichern. So, der Rest ist egal. Dann machen wir weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ausgeht. Machen Sie eine Belagerung oder? Neutral verschlechtert sich. Also theoretisch hätten die uns jetzt locker angreifen können.
Stabilität. Ich bräuchte hier auf jeden Fall noch ein paar Einheiten. Und vor allem müsste ich die Clanratten gegen Clanratten mit Schilde austauschen. Habe ich jetzt noch? Ich habe keine Speere mehr. Ich mache mal zwei Speere und die normalen. Und dann werde ich versuchen, in der nächsten Runde mal anzugreifen. Die Dings steigt, unser Essen sinkt leider. Ich hoffe mal, die greifen hier an, damit sie verwundet werden. Oh ja, perfekt. Aber er belagert noch. Ich weiß gar nicht, wo deren Armee ist. Oh, jetzt greifen die hier an. Oh, das wird wehtun. Da muss ich denn schnell sein. Oh, Tiermenschen sind gespawnt. Okay, es ist die Hauptstadt. Das heißt, die haben eigentlich eine recht starke Garnison. Und Mauern haben sie halt. Natürlich sind aber die Elfen dafür bekannt, mit ihren Bogenschützen können sie die Mauern natürlich einfach einreißen. Wir sind hier fast voll. Können wir eigentlich einen Helden rekrutieren? Nee, schade. Da fehlen uns dennoch die Gebäude. Jetzt ist die Frage, lasse ich die angreifen? Oh, hier die öffentliche Ordnung, die steigt auch. Vielleicht bekriegen die sich gegeneinander und ich bin so der lachende Dritte. Dann warte ich noch eine Runde, aber ich hole mir hier noch ein paar Clanratten mit Schilden. Und den lasse ich erstmal so. Der ist noch bei 5 Loyalität, das ist okay. Was Geld anbelangt, da schwimmen wir eigentlich drin. Der Rhythmus haben wir hier. Beginn, diplomatische Beziehung, Erfolgschance. Verstärktbereich, wirkt auf Ziel im Bereich, Bodenverbündeter, 40 Meter, rüstungsdurchdringender Schaden. Nee, es gefällt mir alles nicht. Ich mach mal weiter. Eigentlich mit denen sind wir ja nicht im Krieg. Das heißt, er greift wirklich nur die an oder die Tiermenschen. Und egal was er macht, er wird geschwächt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, er greift weiter an. Es wäre natürlich schlecht, wenn er das irgendwie. Was machen die Tiermenschen? Greifen die den mit an oder? Also man möchte jetzt nicht in der Haut von den Elfen stecken. Vor allem, oh hier, die öffentliche Ordnung, die wird in der nächsten Runde komplett einbrechen. Wir sind immer noch gut im Plus, dann würde ich sagen, die Sklaven, die kann man vergessen. Ich würde noch Clanratten, ne, die, wo sind denn hier meine Fernkämpfer? Hab ich gar nicht, da fehlt mir noch das Gebäude. Dann machen wir einfach nochmal ein paar Clanratten mit Schilden. Rest kann ich noch nicht machen. Okay, es wirkt alles ein bisschen langweilig. Wir können jetzt hier nicht viel machen. Der ist in der... Ich bin... Hinterhalt. Scharfs auf Hintergegen, die von dieser Streife angegriffen wird. Ja, wir warten mal noch ab. Mein. So, wir müssen aber auf unser Essen aufpassen. Das heißt, die müssen da jetzt hoffentlich mal irgendwas starten. Oh. Da kommt die Rebellion-Armee. Hoffentlich greift die mich jetzt nicht an. Die machen wieder nichts. So, wir haben eine Nesthöhle fertig gebaut. Und wir sollen jetzt ein Versteck der Assassinen oder einen Aufseherausguck bauen. Flüchtlinge. Positives Wachstum. Cool. So, hier können wir die Alchemiewerkstatt verbessern. Und wir gucken mal, das brauchen wir nicht. So, dann würde ich doch mal hier diese verborgene Höhle bauen. Schleuderer mit Gift, Todesläufer. Die hören sich doch nicht schlecht an. Wir könnten aber auch Rattenoger bauen. Seuchmönche.
Hier hätten wir auch was, was Technologie. Was sieht's da eigentlich aus? Da haben wir noch gar nichts. Vielleicht sollten wir uns darauf erstmal konzentrieren. Hier bringt's noch was mit Technologie. Öffentliche Ordnung. Warp-Flammenwerfer. Ja. Ne, ich glaube, ich mache mal die verborgene Hülle. Machen wir das erstmal. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich könnte erstmal nochmal angreifen. Damit wir die hier einfach mal platt machen. Hinterhalt haben wir auch geschafft. Perfekt. Ne, wir töten sie. Die, die. Mehr Führerschaft. Ja, machen wir mal Replenishment. Feind im Kampf getötet. Wir haben einen Alchemisten. Ermöglicht Giftattacken. Das ist doch cool. Und noch ein Banner. So, und wir sind vielleicht, ne, fast 2 Level gestiegen. Schade. Geschossresistenz. Waffenstärke gegen Zwerge, das bringt leider nichts. Schade. Einkommen durch Plündern von Siedlungen. Dickhäutig. Unbezwingbar. Ich will auf jeden Fall das Ding hier noch bekommen. Rattenwut. Hier sammeln ist auch nicht schlecht. Meister der Pein. Einheitenerfahrung. Plündern mal. 30% Erfolgschance von Hinterhalten. Ich mach mal die uralte List. Je mehr Hinterhalt wir kriegen, umso besser. Wir sind immer noch bei 1800. Der hat 15. Die müssen irgendwie angreifen. Wenn die ein bisschen lower werden. Hier haben wir jetzt Schleuder vom Sklaven. Das bringt mir aber nichts. Also machen wir weiter Clanratten mit Schilde. Oh, wir können jetzt 4 schon holen. Das wird ganz schön teuer auf Zeit, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr. Das sieht ganz gut aus. Oh, da sind die Ex-Menschen. Die haben sich den goldenen Turm geschnappt. Oh, was passiert da? Ich möchte sehen. Greifen die an? Okay. Schade, ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Erteilt. Junge, was macht ihr hier eigentlich? Wir werden uns mal hier ein bisschen heilen. Boah, die sind schon Level 5. Holy shit. Hier können wir wieder was bauen. Dark Omen. Die steigt auf jeden Fall. Also die Stadt scheint noch zu leben, wenn die jetzt hier nicht. Oder ich gehe einfach hier rüber und hole mir die Festung. Ist natürlich auch mit Mauern. Aber und ist auch für uns ein unbewohnbares Klima. Also wenn, dann würde ich auch nur die Stadt hier komplett zerstören. Aber dann hätte ich die Gefahr von der linken Seite halt weg. Aber ich krieg das nicht durch. Der ist auch Level 1. Ne. So, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal nochmal einen Cut rein. Oh, wenn der jetzt nach unten kommt, der wird noch ein ziemlich krasser Gegner. Oh, da sind sie. Laufen die jetzt echt zurück, ja?
Das ist sehr gut. Also die haben auf jeden Fall auf den Sack bekommen. Das heißt, ich werde mir die jetzt auf jeden Fall schnappen. Nicht Angriffspakt, nee, ich muss euch ja danach angreifen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Hauptstadt damit düsen und dann hoffe ich, dass er mir hier irgendwie entgegenkommt. Vielleicht will er auch zu seiner Siedlung hier runter. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Er könnte angreifen, aber mit den paar Mänseln, die er hat. Unsere Garnison ist hier zu krass. Und weil wir haben hier Warlock-Techniker. Nee, das schafft er nicht. So, dann machen wir das hier gleich mal ausbauen. Kohle haben wir ja genug. Und die kommen hier immer noch nicht klar. Sind die wenigstens irgendwie mal verletzt worden? Ja, okay, die haben schon Schaden bekommen. Aber auch nur minimal. Ah, es wäre so schön, aber die warten jetzt natürlich ab. Also entweder ich greife sie an. 14 und 10. Wir haben eigentlich eine starke Truppe. Na gut, machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wir machen auf jeden Fall noch 3 Episoden für jede Rasse und dann gucken wir uns mal an, mit welcher wir unser Let's Play so gesehen starten. Sorry nochmal, dass die letzten Videos lange gedauert haben. Ich war, wie gesagt, doch arg weggeschlagen von der Krankheit oder Erkältung. Und jetzt geht's aber hoffentlich wieder in den gewohnten Gang. Mal gucken, wie ich es schaffe zeitlich. Wenn es euch gefallen hat, immer schön liken und wenn ihr Tipps und Tricks habt, ruhig in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zur nächsten Runde. Bye bye.